dürfen. Und zwar Anja. Und die wird uns was erzählen über, haben wir den Titel schon? Ich habe den nämlich halb im Kopf. Genau, die sozial-ökologische Dimensionen von Digitalisierung. Das kann ich mir nicht so gut merken. Aber ich verspreche schon, es wird spannend. Und für alle, die es gut finden, danach der Talk geht in eine ähnliche Richtung, glaube ich. Das heißt, bleibt dran und viel Spaß. Bin ich jetzt? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Bin ich an? Hört ihr mich? Super. Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ihr da seid. Carina hat eben gesagt, sie kann sich das nicht so gut merken. Ich kann mir andere Sachen nicht so gut merken, die hier auf dem Camp passieren, die, glaube ich, vielen Menschen hier geläufiger sind. Ich bin nämlich eigentlich Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin und habe nachhaltiges Wirtschaften und Soziologie studiert und arbeite jetzt beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein kleiner Think Tank, eine NGO aus Leipzig, die zu alternativen Ökonomien, Wachstumskritik arbeitet, in der Klimabewegung aktiv ist und wir jetzt auch seit kurzem zum Thema Digitalisierung arbeiten. Genau, und ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass das aufgezeichnet wird und ich würde, glaube ich, ungefähr so 45 Minuten sprechen. Wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr gerne zwischendurch fragen und ansonsten können wir gerne danach oder am Ende noch ein bisschen diskutieren. Genau, eine Sache habe ich vergessen zum Hintergrund. Das Konzeptwerk war auch und ich für eine andere Organisation, für die ich vorher gearbeitet habe, auch in dem Trägerkreis der Bits und Bäume-Konferenz, die letztes Jahr stattgefunden hat, diese große Konferenz, wo es darum ging, so Nachhaltigkeits- und Tech-Community so ein bisschen zusammenzubringen, um sich mal so ein bisschen zu beschnuppern. Genau, jetzt lege ich los. Es wird ja oft davon gesprochen, dass Digitalisierung ein Megatrend ist. Wenn man sich das anguckt, so was eigentlich sich hinter Megatrend verbirgt, dann sehen wir einmal, das kennt ihr, sind die Wachstumsraten oder die Entwicklung von Smartphones von dem ersten Smartphone 2007 bis 2016 hier. Also es sind sozusagen nicht mal die ersten 10 Jahre und da sehen wir, dass es sozusagen explodiert ist an digitalen Geräten allein schon und nicht nur das, also nicht nur dieser alltägliche Begleiter des Smartphones, sondern auch viele andere Bereiche des Lebens haben sich digitalisiert. Und zwar angefangen mit so etwas Einfachem wie Lesen. Es lesen immer mehr Menschen Sachen auf dem Smartphone oder einem E-Book-Reader. Es haben sich zunehmend, vor allem in den letzten Jahren, Leute zu Hause sogenannte Smart-Home-Systeme angeschafft. Der Umsatz von E-Commerce, was jetzt nicht unbedingt Digitalisierung, aber ja die Digitalisierung von einer Dienstleistung, nämlich Einkaufen oder das Erwerben von Gütern ist, der Umsatz hat extrem zugenommen. Genau, und auch die Zahlen von Abonnenten von Musikstreaming-Diensten weltweit oder Netflix nutzen wahrscheinlich auch viele von euch, haben auch in den letzten Jahren rasant zugenommen. Das heißt, es wächst irgendwie alles und alles wird immer digitaler und auch sozusagen gesellschaftlich ist es schon oder sind viele der Meinung, dass Digitalisierung auch die Wirtschaft, nicht nur Gesellschaft, sondern auch Wirtschaft mindestens genauso stark verändern wird wie die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Das ist in manchen Bereichen auch besonders deutlich sichtbar. Oben sieht man so Menschen, die Zeitungen lesen und unten Leute, die am U-Bahn-Gleis stehen und alle in ihre Smartphones gucken. Worum es jetzt gehen soll, ist vor allem, werde ich über die materielle Basis von Digitalisierung sprechen, also was für Ressourcen braucht es, um die ganzen digitalen Geräte zu produzieren, die wir nutzen tagtäglich. Was steckt noch an Infrastrukturen und Ressourcenverbrauch dahinter und ist es eigentlich möglich, durch Digitalisierung oder mit Hilfe von digitalen Tools weniger Energie oder Ressourcen zu verbrauchen und damit ja, eine Entkopplung, das ist dann schon das, was ich eher gen Ende nochmal sagen will, also ist es möglich sozusagen Wirtschaftswachstum oder gesellschaftliche Entwicklung vom Ressourcen- und Materialverbrauch zu entkoppeln.
und was sind eigentlich Schritte, die wir unternehmen müssten, um dem entgegenzuwirken. Das kennt ihr sicherlich auch alle. Also wie sieht eigentlich die materielle Basis eines Smartphones aus? Das ist sozusagen alles, was ein Smartphone umfasst. Also das Gehäuse zählt hier dazu, die Elektronik, der Bildschirm, die Batterie. Insgesamt wiegt so ein Handy ja ungefähr so 150, 200 Gramm. Wenn man diese ganzen Rohstoffe, die da drin stecken, also der größte Teil ist Aluminium, das blaue links, dann kommt Kupfer danach, Plastik fürs Gehäuse, Kobalt und dann gibt es noch viele seltene Erden und andere Metalle, die benötigt werden, um es herzustellen. Wenn man ein Smartphone herstellen will, braucht man für diese 160 Gramm, die es im Durchschnitt wiegt, ungefähr 50 Kilo Gestein, die sozusagen dafür abgebaut werden müssen, um diese Rohstoffe überhaupt zu bekommen, also an die ranzukommen im Abbau. Das zeigt diese Grafik. Also das sind sozusagen 100 Gramm an Rohstoffen, die dafür benötigt werden und die Menge an Gestein, die dafür abgebaut werden muss. Wenn wir uns angucken, sozusagen, wenn wir davon ausgehen, diese Entwicklung wird weitergehen, dass immer mehr digitale Geräte produziert werden. Es gibt ja nicht nur Handys, Laptops und so weiter, sondern auch so Zukunftstechnologien, worunter auch viel so Elektromobilität oder Ressourcen für erneuerbare Energien gefasst werden, sehen wir, dass wir also in Zukunft noch mit einem viel größeren Rohstoffbedarf rechnen müssen, als es jetzt schon ist. Auf dieser Linie, wo diese dunkelblauen abgeschnittenen Balken sind, seht ihr die Produktion von verschiedenen Rohstoffen oder deren Abbau von verschiedenen Rohstoffen in 2013. Und dieser hellgrüne Balken, der da so in die Höhe schießt, ist der prognostizierte Bedarf für Zukunftstechnologien in 2035. Und das sind allen voran Lithium, was viel mehr benötigt werden, also wird für die Batterien, für Handys oder auch Elektroautos. Das ist nicht unproblematisch, das wisst ihr auch. Es gibt viele dieser Inhaltsstoffe, die wir für digitale Geräte brauchen, sind Konfliktrohstoffe. Alle die hier farbig markiert sind, sind Rohstoffe, die häufig für die Herstellung von elektronischen Geräten genutzt werden. Und die gelb und rot markierten oder gelb und orange markierten sind Konfliktrohstoffe oder zumindest Rohstoffe, deren Abbau oder Förderung besorgniserregend sind. Konfliktrohstoffe sind solche natürlichen Ressourcen, deren Abbau systematische Ausbeutung und gewaltsame Konflikte schürt oder sie verlängert und oder zu schweren Menschenrechtsverletzungen führt. Im globalen Süden spielt der Abbau von Rohstoffen oder Rohstoffe generell eine wesentliche Rolle bei der Eskalation von Konflikten und in verschiedenen Ländern werden auch Sachen wie Kupfer, die nicht unbedingt als Konfliktrohstoff gelten, auch als kritisch eingestuft. Genauso ist es wie mit Kobalt, was wir uns jetzt kurz genauer angucken. Das ist laut EU kein Konfliktrohstoff oder Mineral an sich, aber trotzdem ist der Rohstoff nicht oder der Abbau nicht immer konfliktfrei, wie wir jetzt sehen werden. Kobalt wird zu 40% in Lithium-Ionen-Batterien verwendet und der Ursprung ist vor allem kommt es aus der Demokratischen Republik Kongo. Der Abbau von Kobalt hat eine hohe Umweltrelevanz, weil es oft zur Bodendegradation führt oder zur Verunreinigung von Böden und dem Wasser, also auch dem Trinkwasser in den Regionen und der Luft mit Schwermetallen, die dabei freigesetzt werden. Und zwar ist es nicht der größte Teil, der in sogenannten Kleinstbergbau abgebaut wird. Das sind nur in Anführungsstrichen 15-20% der Produktion, aber davon sind dann trotzdem, dort sind trotzdem 70 bis 100.000 Minenarbeiterinnen beschäftigt in diesen Kleinstbergbauen. Und dort gibt es oft Kinderarbeit, katastrophale Bedingungen. In der Regenzeit kommt es zu Überschwemmungen, es fehlt an Belüftung, die Stollen sind oft einsturzgefährdet.
das als kurzen Einblick zum Beginn der Lieferkette. Da könnte man auch ganze Vorträge nur darüber halten. Aber auch am Ende der Lieferkette begegnen uns sozusagen die Auswirkungen von unserem Konsum. Und zwar sind wir da auch mit dem globalen Süden verbunden, wenn es um Elektroschrott geht. Hier sehen wir Bilder von der größten Elektromülldeponie in Ghana, in Accra. Und dort sind Leute auf der Suche, also dort wird sozusagen manchmal auch Recycling betrieben, in Anführungsstrichen, dass Leute auf der Suche nach wertvollen Materialien wie Kupfer, zum Beispiel alte Kabel, sozusagen aus das Kupfer da rausholen. Wir produzieren jährlich ungefähr 45 Millionen Tonnen Elektroschrott, also von allen Informations- und nur allein von Informations- und Kommunikationstechnologien. Und das ist ungefähr so viel wie 4500 Mal der Eiffelturm. Also es sind wirklich immense Mengen. Und das wird voraussichtlich noch steigen bis 2020 auf 52 Millionen Tonnen im Jahr. Also es steigt auch sozusagen nicht nur die Produktion, sondern auch das, was am Ende dabei rauskommt an Schrott, steigt. Und das Wenigste davon bleibt in Europa. Und bei ungefähr 3/4 des Elektroschrotts ist sogar unklar, wo der überhaupt hinkommt. Also es gibt da kein Erfassungssystem und es ist nicht klar, wo das Zeug eigentlich dann landet. Im seltensten Fall wahrscheinlich im globalen Norden, sondern vor allem im globalen Süden. Das heißt, zusammengefasst, jetzt diese kurze Einführung sozusagen zur materiellen, zur Ressourcenbasis von Digitalisierung, dass es sehr ressourcen- und rohstoffintensiv ist, dass wir nicht nur die Rohstoffe brauchen, sondern sozusagen viel, viel mehr, was wir abbauen müssen, um überhaupt an diese Rohstoffe zu kommen. Es gibt geringe Recyclingquoten und menschenrechtliche und ökologische Themen oder Probleme, die damit verbunden sind. Jetzt kann man sich fragen, okay, das ist so die Produktion, aber macht das überhaupt so viel aus? Ich nutze ja mein Handy auch total viel, ich brauche das irgendwie vor lange oder ich ersetze es nicht so oft oder was auch immer. Letztendlich ist es aber so, dass die Produktion, wenn man sich den ganzen Lebenszyklus von so einem Gerät anguckt, also von der Produktion, über die Nutzung bis zur Entsorgung, macht die Produktion halt den größten Teil sozusagen, wenn man das in CO2-Emissionen umrechnen würde, davon aus. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist das Grüne, also dieser kleine Teil von dem Balken oben, ist die CO2-Emissionen, die durch die Nutzung entstehen, von unterschiedlichen Smartphones sind es hier. Also das iPhone 6S ist ganz links, das iPhone 6S Plus ist das daneben. Und das mit dem höchsten CO2-Verbrauch sozusagen über den gesamten Lebenszyklus gerechnet ist hier das iPhone 6 Plus, also dieser höchste Balken. Und was ich sozusagen sagen wollte, ist, dass dieser dunkelblaue Teil sind die CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstehen. Das heißt, eigentlich ist es gut, Geräte so lange wie möglich zu nutzen, weil bei der Produktion, auf die wir als VerbraucherInnen beschränkten Einfluss haben, am meisten Umweltemissionen entstehen. Genau, jetzt haben wir viel über Endgeräte gesprochen. Da steckt aber ja noch viel mehr dahinter als sozusagen nur die einzelnen Geräte. Wir haben Rechenzentren, die viel Strom verbrauchen. Wir haben die ganze Netzinfrastruktur des Internets. Und da wollen wir jetzt auch noch mal einen Blick drauf werfen. Einmal zur Datennutzung. Das sind Zahlen über den globalen Datenverkehr. Und wie viel Zettabyte sozusagen Datenverkehr es pro Jahr gibt. Zettabyte sind Zahlen mit 10 hoch 21 Nullen. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Und hier sehen wir auch, dass es eine krasse Entwicklung gibt mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate pro Jahr von 27%. Das sind Zahlen von 2016. Das heißt, das ist die prognostizierte Entwicklung bis 2020. Das heißt, wir sehen, dass es sozusagen immer mehr Daten auch
ja, im Internet oder gebraucht werden, was natürlich auch energieintensiv ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, okay, was ist denn eigentlich verantwortlich für diese ganze Datennutzung, würde ich euch einladen, einmal vielleicht kurz in so einer kleinen Murmelrunde mit eurer Nachbarin oder eurem Nachbarn zu überlegen, einerseits vielleicht, was das ist, womit ihr am meisten Zeit im Internet verbringt und das, was ihr glaubt, was eigentlich sozusagen für diesen ganzen Datenverkehr am meisten verantwortlich ist. Wollt ihr einmal kurz euch austauschen, damit es nicht ganz so frontal ist? Habt ihr schon, ich will euch auch nicht unterbrechen, nur habt ihr schon eine Idee? Hat irgendwer, was, ihr könnt einfach reinrufen, ich versuche euch zu hören. Video Streaming? Mhm. Genau. Ja, das trifft es eigentlich, also genau, ziemlich gut. Es geht ja auch durch die Medien, es gibt so einen schönen, also genau, wie Katzenvideos. Katzenvideos sind Klimakiller auf jeden Fall. Nicht nur Katzenvideos, vor allem Pornografie. Hier sieht man nochmal eine Grafik, die zeigt, wie hoch der Anteil an Datenverkehr nach sozusagen unterschiedlichen Leistungen ist. Das dunkelblaue unten ist, wie ihr richtig vermutet habt, Internetvideo, also Videostreaming. Und das dunkelgrüne zum Beispiel, was ganz oben ist, ist File-Sharing, Web-Data ist das hellgrüne, was also sozusagen alles hat einen, insgesamt sogar einen kleineren Anteil als Video-Streaming zusammen. Und da sehen wir auch enorme Wachstumsraten, die ja ähnlich sind wie auch die Anzahl an Userinnen, die wir ganz am Anfang gesehen haben von so Streaming-Diensten. Wenn man das jetzt sozusagen, also das allein, okay, es gibt halt super viele Daten, aber was ist jetzt eigentlich sozusagen die ökologische Komponente daran? Das ist halt der Stromverbrauch. Und es gibt so Berechnungen, die gucken, also vergleichen sozusagen, wie viel Strom das Internet verbraucht. Und diese Zahl, wäre das Internet ein Land, dann hätte es weltweit nach den USA und nach China und den USA den drittgrößten Stromverbrauch der Welt. Genau, das ist super viel. Und dieser zweiten Grafik hier sieht man die prognostizierte Entwicklung des Stromverbrauchs nach Bereichen. Also einmal, was die Geräte verbrauchen, also die Devices, das ist das hellblaue. Dann, was für Netzwerke drauf geht, das ist das orangene. Und unter Netzwerken ist hier sozusagen sind mobile Daten, was in Zukunft ja noch viel mehr zunehmen wird, mobile Daten, LAN und WLAN-Daten zusammengefasst. Und das Graue ist das, was Rechenzentren verbrauchen und sozusagen auch der prognostizierte Verbrauch. Das heißt, die Grafik ist sogar, geht noch von einem stärkeren Stromverbrauch aus als die Datennutzung, wie wir das Wachstum der Datennutzung, was wir vorher gesehen haben. Ist denn, wenn man sich das jetzt so überlegt, ist das alles, also kann man sich fragen, ob das alles schlecht ist aus ökologischer Perspektive oder ob es tatsächlich möglich ist, auch mit digitalen Tools oder digitalen Dienstleistungen weniger Ressourcen zu verbrauchen. Oft ist ja damit die Hoffnung verbunden, was vor allem so genau Technikgläubige oder Vertreterinnen von so Green Growth Theorien vertreten, dass genau die Cloud ist ja irgendwie was suggeriert Leichtes, also wir haben dann irgendwie ein papierloses Büro, wir müssen nicht mehr so viel drucken, wir können alles irgendwie
so in digital ablegen. Und genau, wir können dem jetzt mal auf die so auf den Grund spüren, ob das so ist, beziehungsweise uns das nochmal genauer angucken. Es gibt aber trotzdem, wie wir auch gesehen haben, immer diese direkt materiellen Effekte. Trotzdem, wie gesagt, wird Digitalisierung ja das zugesprochen, dass es Dematerialisierung bewirken kann. Und hier stellt sich halt die Frage, ob digitale Geräte uns dabei helfen können, Ressourcen zu sparen. Wenn dann, um das nochmal zu wiederholen vom Anfang, geht das überhaupt in der Nutzungsphase, weil wir ja gesehen haben, dass allein für die Produktion schon die meisten CO2-Emissionen, wenn man es in CO2-Emissionen umrechnen würde, draufgehen sozusagen, wenn man den ganzen Lebenszyklus anguckt. Und wenn wir uns Nutzungsphasen angucken und zum Beispiel Streaming gegen DVDs vergleichen, dann ist es trotzdem so, dass die DVD, obwohl es so ein Teil ist, irgendwie wo was draufgebrannt ist, sich trotzdem eigentlich immer lohnt, außer wir würden über 30 Kilometer mit dem Auto irgendwo hinfahren, um diese DVD abzuholen. Und selbst wenn ich mir die DVD zuschicken lasse über einen Lieferdienst zu mir nach Hause, dann habe ich ungefähr den gleichen CO2-Verbrauch damit, wie wenn ich einen Film streame. Das heißt, wenn ich mir das ausleihe von Freunden oder selber im Laden kaufe oder ausleihe, was ja eigentlich auch Videotheken gibt es wahrscheinlich kaum noch oder sind sehr rar gesät, dann ist es eigentlich immer besser, sozusagen den Datenträger zu nehmen als das Streaming, obwohl das ja, wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen, den Eindruck macht, als ob das viel ärmer sozusagen im Ressourcenverbrauch wäre. Dann gibt es ja so E-Book-Reader, super viel Papier, was wir einsparen können, wenn wir so ein kleines Teil haben. Und da ist es aber ähnlich wie mit der DVD. Je nach Gerät ist es so, dass wir 30 bis 60 Bücher gelesen haben müssen, die wir uns sonst neu gekauft hätten, damit sich so ein E-Book-Reader überhaupt lohnt. Vom Ressourcenverbrauch her. Und auch, genau, das sieht man hier nochmal, also sozusagen je nach Buchanzahl, die wir konsumieren auf diesem Gerät, lohnt es sich dann irgendwann vom Fußabdruck her, den dieser E-Book-Reader hat. Ähnlich ist es auch mit Lieferdiensten, die können zwar, also wenn wir sagen, ich fahre jetzt nicht mehr alleine in die Stadt, um irgendwas zu kaufen, sondern lass es mir nach Hause schicken und ist doch total schlau, weil wenn mein Nachbar auch was bestellt, dann fährt nur ein Auto und nicht mehrere Autos. Das ist sozusagen ein kluger Gedanke, der aber dann auch so umgesetzt werden müsste. Also wenn so Fahrten tatsächlich gebündelt werden können, dann kann es sein, dass dass es am Ende einen besseren Fußabdruck hat, als wenn ich selbst in die Stadt fahre und was kaufe. Und eigentlich ist es in Städten aber so, wo Geschäfte fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar sind, dass es natürlich auch immer einen geringeren Fußabdruck hat, wenn ich selber losgehe und es kaufe, als viele verschiedene Lieferdienste, die unterschiedliche Pakete zu unterschiedlichen Tageszeiten ausliefern und sozusagen keine wirkliche Bündelung davon erfolgt. Und dann gibt es vielleicht noch das Argument, okay, ich gucke doch jetzt aber, oder wenn alle nur noch Filme streamen, statt irgendwie Fernsehen zu gucken, dann gehen doch immerhin die Fernseheinschaltquoten oder Radio oder so zurück und dann sparen wir dadurch wieder Energie. Das stimmt aber leider so nicht. Was halt passiert, ist eigentlich, dass mehr konsumiert wird, weil die Streamingzahlen halt in die Höhe schießen. Und die Radio- und Fernseheinschaltquoten eigentlich nicht zurückgehen. Also die gehen nur ganz, ganz leicht zurück und das wiegt das sozusagen auf gar keinen Fall auf. Ist eine andere Hoffnung vielleicht, die oft mit Technik verbunden wird oder auch was ja technische Entwicklung immer vorantreibt, dass möglichst alles immer effizienter gestaltet werden soll. Und Effizienz ist ja eigentlich was Gutes, womit wir auch weniger Ressourcen verbrauchen und so irgendwie nachhaltig sein können. Und hier sehen wir ein Beispiel für, das nennt sich Koumes Law. Das ist eine Beobachtung, dass sich die Energieeffizienz von Rechnern seit 1946 eigentlich alle 18 Monate verdoppelt hat.
also sozusagen die Rechenleistung pro Kilowattstunde von Rechnern. Und das ist total toll. Also das würde ja heißen, okay, dann brauchen wir nicht mehr so viel Rechenleistung, um das zu rechnen, was wir rechnen wollen. Das Problem ist sozusagen, dass einfach immer mehr gerechnet wird. Und genau, es gibt eine, also dass immer mehr gerechnet wird und dass auch es immer mehr Geräte gibt, wie wir am Anfang schon gesehen haben, dass es eine Karte mit allen ans Internet angeschlossene oder mit dem Internet verbundenen Geräten in 2014. Was hier sozusagen das Risiko ist von diesen oder überhaupt bei diesem Effizienzgedanken sind Rebound-Effekte. Das haben viele von euch bestimmt auch schon gehört, aber ich erkläre es trotzdem nochmal, was ein Rebound-Effekt ist. Das heißt, ich habe ein Gerät, am einfachsten ist es immer mit einem Auto zu erklären. Das ist irgendwie ein großes Auto, das verbraucht 6 Liter. Und dann gibt es eine technische Entwicklung oder eine Effizienzsteigerung und ich habe dann vielleicht nicht unbedingt, hier ist das Auto jetzt kleiner, weil es weniger verbraucht. Also ich habe irgendwie dann ein Auto, was weniger verbraucht und nur noch 3 Liter verbraucht. Und dann, das wäre ja super, wenn das dazu führt, dass wir auch tatsächlich nur noch, also nur genauso viel Auto fahren, wie wir vorher gefahren sind. Was aber oft passiert, ist, dass durch diese Effizienzsteigerung ein Mehrkonsum stattfindet. Und dass wir uns dann denken, okay, cool, wenn ich jetzt nicht mehr 6 Liter brauche, sondern nur noch 3, dann zahle ich nicht mehr so viel für den Sprit und dann kann ich insgesamt ja öfter irgendwo hinfahren oder genau, jede Woche 2 Ausflüge machen statt einem. Genau, und dadurch entsteht dann ein Mehrverbrauch. Ich finde es ganz spannend, hier sehen wir das bezogen auf Telefone. Also hier ist das hellgraue, ist die Masse, also wie schwer sozusagen ein Telefon von 1990 bis 2003 ist. Und da sehen wir auch, okay, Telefone werden im Durchschnitt immer leichter. Also wo sie 1990 noch so ungefähr 350 Gramm gewogen haben, wiegen sie 2003 nur noch 100 Gramm ungefähr. Und gleichzeitig ist es dann nicht so, dass es kein individueller Rebound-Effekt wie der mit dem Auto, den ich gerade beschrieben habe, sondern eher auf einer Makroebene. Gleichzeitig haben wir halt immer mehr Telefone, weil wir sozusagen ja auch mit weniger Input mehr produzieren können. Das war sozusagen eine kurze Erklärung zum Rebound und im Zusammenhang mit dieser Hoffnung um Dematerialisierung steht auch direkt eigentlich die Frage nach Entkopplung. Was heißt das? Also es gibt auch bei so grün, also Green Growth, also grünes Wachstum Anhängern den Glauben, dass wir weiterhin Wirtschaftswachstum haben können mit durch Effizienzsteigerung mit einer, also mit weniger Ressourcenverbrauch. Und da muss man unterscheiden zwischen relativer Entkopplung. Das ist dieser, also oben die Linie ist die ist das Bruttoinlandsprodukt und die mittlere Linie ist sozusagen eine relative Entkopplung vom Ressourcenverbrauch, weil der Ressourcenverbrauch nicht in gleichem Maßen steigt wie das Bruttoinlandsprodukt. Und unten sehen wir eher, also sozusagen wäre das eine, ein Fall von absoluter Entkopplung. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch sinkt und gleichzeitig das, die Wirtschaft wächst oder das Bruttoinlandsprodukt wächst. Und hier ist, glaube ich, oft die Frage, ob Digitalisierung von Prozessen oder von Dienstleistungen nicht genau das leisten kann, dass wir mit weniger oder effizienteren Mitteln so eine Entkopplung erreichen können. Genau, das ist, hier stellt sich auch, also sozusagen diese Frage stellt sich nicht nur bei der Gestaltung von Geräten, aber ja auch bei der Gestaltung von Konsumoptionen, also Digitalisierung hat ja auch so Vorteile, wenn wir jetzt auf nachhaltigen Konsum gucken, für mehr Optionen nachhaltig zu konsumieren. Zum Beispiel gibt es irgendwie Online-Shops, wo wir fair und ökologisch nachhaltig produzierte Klamotten kaufen können, die dann auf einmal auch zugänglich sind für Leute, die nicht in der Stadt wohnen und eigentlich keinen Zugang dazu haben. Es gibt so Online-Flohmärkte ja, wie eBay Kleinanzeigen oder große, mittlerweile große Plattformen wie Foodsharing, wo Menschen sich organisieren können, um was Tolles zu machen, wie Lebensmittel zu retten aus Betrieben.
Ich kann selber Sachen produzieren und sie weiterverkaufen. Es gibt so Einkaufsratgeber vom NABU oder eine App vom BUND, die so toxische Stoffe in Produkten, die ich kaufe, in so Drogerieprodukten zum Beispiel erkennt und uns da sozusagen, da leisten uns digitale Tools Hilfestellungen, wie wir eigentlich nachhaltiger konsumieren können. Und auch hier ist es so, dass das, wie wir anfangs eigentlich auch gesehen haben, dass das alles super Ansätze sind, die aber trotzdem in der Nische bleiben und insgesamt was wir beobachten, auch sozusagen durch die Marktgestaltung im digitalen Kapitalismus, wie rasant der Umsatz von Onlinehandel in Deutschland steigt. Von 99 bis 2019 sind es auch geschätzte Zahlen, aber für 2018 liegen die Zahlen hier auch schon vor. Und auch hier ist es wieder so, dieses dann vielleicht so ein Argument von Leuten, die das irgendwie abwenden wollen oder für so ein eher so Entkopplung argumentieren, dass dann der Einzelhandel ja vielleicht, dass im Einzelhandel nicht mehr so viel gekauft wird, aber auch hier ist es so wie mit dem Streaming, der Einzelhandel wächst trotzdem noch. Der wächst zwar nicht mehr viel, aber er wächst ungefähr noch so um 1% im Jahr. Das heißt, hier haben wir auch einfach eine enorme Konsumsteigerung, die durch digitale Möglichkeiten sozusagen entsteht. Genau. Und warum ist es so? Also es gibt verschiedene Gründe. Einmal, dass wir immer und überall sozusagen konsumieren können über das Internet. Es hat so eine Umfrage von 16.000 Menschen in den USA gezeigt, dass mobiles Shopping vom Smartphone im Vergleich zu Shopping vom PC einen Unterschied macht, nämlich den, dass häufiger eingekauft wird über Smartphone und auch in größeren Mengen. Also das, was ich sozusagen auf dem Handy mache, ist anscheinend überzeugender oder es wird mehr bestellt, weil zum Beispiel auch Größen oder so nicht so gut eingeschätzt werden können. Und es oft auch so spontane Aktionen sind auf dem Handy oder Leute halt wenn sie in der U-Bahn sitzen und Langeweile haben, dann einkaufen. Personalisierte Werbung und personalisierte Preise sind so ein weiterer Treiber von Konsum im digitalen Raum. Also ihr wisst sozusagen alle um Spuren, die wir im Netz hinterlassen und Profile, die angelegt werden von großen Konzernen und damit sozusagen nicht nur wir durchschaut werden oder so durchsichtig werden, sondern auch beeinflusst werden können durch Werbung, die uns angezeigt wird oder auch bestimmte Preise, die uns gemacht werden, die einer anderen Person so nicht gemacht werden. Das heißt, und uns natürlich ganz viele Bedürfnisse durch Werbung eingepflanzt werden, die wir sonst nicht hätten. Also Big Data schafft sozusagen auch Big Needs. Das Dritte ist die Verknüpfung mit der dritte Treiber von diesem steigenden Konsum im Netz ist die Verknüpfung mit sozialen Netzwerken. Auch hier haben Befragungen ergeben, dass sich in Deutschland jede vierte Frau von sozialen Medien oder Fashion-Blogs beeinflussen lässt, was den den Neukauf von Kleidung angeht. Und in China sind es sogar knapp 3/4 der Befragten. Das heißt, das ist auch enorm konsumsteigernd und wir können Rebound-Effekte beobachten. Das heißt, dieses Versprechen von Dematerialisierung und Entkopplung, davon kann hier keine Rede sein. Jetzt kommt so ein kleiner Sprung. Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet, was sozusagen die Digitalisierung von Konsum vor allem bewirkt und was wir für einen Mehrverbrauch oder für ein Wachstum da sehen. Und jetzt ist die Frage, okay, warum ist es denn eigentlich schlecht? Es ist ja auch toll, wenn die Wirtschaft wächst. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum das kritisch zu betrachten gibt. Und es gibt den sogenannten Postwachstumsdiskurs, unter dem verschiedene Formen von Wachstumskritik gebündelt sind. Und das sind ganz unterschiedliche Perspektiven, die da zusammenkommen, die auch unterschiedlich stark in diesem Diskurs verbunden sind. Das ist zum einen eine ökologische Kritik an Wachstum, die
eigentlich allen so streng von Postwachstumsdiskursen genau gemein ist. Also es ist die Kritik daran, dass Entkopplung sozusagen möglich ist, also Wirtschaftswachstum losgelöst von Naturverbrauch. Und de facto ist es so, wie wir alle wissen, dass Wirtschaftswachstum unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Diese Kapitalismuskritik im Postwachstumsdiskurs beruht eher darauf, dass auf der Feststellung, dass Wachstum auf Ausbeutung und der Akkumulation von Kapital beruht. Eine feministische Perspektive darauf ist, dass Wachstum auch nur möglich ist, weil andere Formen von Arbeit, wie zum Beispiel Reproduktions- oder Sorgearbeit, ausgebeutet oder abgewertet werden. Also zum Beispiel die Arbeit, die vor allem von Frauen geleistet wird, im Haushalt oder auch Pflegearbeit. Es gibt eine Nord-Süd-Kritik in diesem Diskurs, die besagt, dass das Wachstum, was wir im globalen Norden haben, oder überhaupt Wirtschaftswachstum in reichen Ländern, natürlich darauf beruht, dass es periphere Räume gibt, die ausgebeutet werden und uns mit billigen Arbeitskräften versorgen. Und die kulturelle Kritik sagt, dass Menschen im Kapitalismus oder in einem Wachstumssystem entfremdet werden durch die Arbeit, die sie tun und diese Steigerungslogik, die wir so drin haben. Und hier, das ist eigentlich auch ein Beispiel für so eine kulturelle Kritik. Diese Grafik zeigt, so, dass das Wirtschaftswachstum mit Lebensqualität oder nicht unbedingt was mit Lebensqualität zu tun hat. Das gilt für Länder des globalen Nordens, die sozusagen schon eine industrialisierte und eine gut ausgebaute und auf Ausbeutung von anderen Ländern beruhende Wirtschaft haben. Aber hier sehen wir, dass die Lebensqualität oder die Lebenszufriedenheit eigentlich sozusagen seit den 50er, 60er Jahren sich nicht groß verändert hat, obwohl das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stark gestiegen ist. Das heißt, das, was Digitalisierung befördert, nämlich Wirtschaftswachstum und eigentlich getrieben von Zielen. Nichts ist, was ökologisch wünschenswert, ökologisch oder sozial wünschenswert ist. Und dafür braucht es politische Regulierung und Forderungen. Die könnten zum Beispiel politische Regulierung darin bestehen, ein Online-Werbeverbot einzuführen, also sozusagen das Internet wieder als öffentlichen Raum zu begreifen und ähnlich wie es in Berlin Förderungen gibt, eine werbefreie Stadt umzusetzen, auch sozusagen das Internet werbefrei zu gestalten, so wie es sozusagen am Anfang ja auch mal war, als nicht kommerzieller Raum. Und selbst wenn er kommerziell ist, sozusagen keine zusätzliche Werbung schalten. Und es gibt noch ganz viele andere Forderungen, die wir auf der Konferenz, die wir letztes Jahr organisiert haben, auf der Bits und Bäume erarbeitet haben. Vor allem die Trägerkreisorganisationen und die dort vorgestellt wurden. Wir machen morgen um 18.45 Uhr auch einen Workshop zu diesen Forderungen in dem About Freedom Workshop Zelt da drüben. Also seid ihr auch alle herzlich eingeladen, da hinzukommen. Ich mache hier schon mal einen kurzen Sneak, was da alles drinsteht. Also es gibt verschiedene Forderungen, die anfangen bei einer sozial-ökologischen Zielsetzung, bei der Gestaltung von Digitalisierung, über Demokratie, Datenschutz und Kontrolle von Monopolen, über Bildung, handelspolitische Aspekte, IT-Sicherheit oder Langlebigkeit von Soft- und Hardware gehen. Diese Forderungen könnt ihr auch alle unterzeichnen und zeigen, dass ihr sie mittragt. Das könnt ihr online machen auf bitsundbäume.org. Und da gibt es dieses schöne Forderung unterzeichnen Feld. Ihr könnt spannende Sachen lesen. Zu den Sachen, zu denen ich gesprochen habe, gibt es von Greenpeace mehrere Studien, die veröffentlicht haben. Es gibt von der NGO PowerShift, die arbeiten viel zum Ressourcenverbrauch von
digitalen Geräten oder auch von den Zukunftstechnologien, von denen ich gesprochen habe. Die nennt sich die Studie Ressourcenfluch 4.0, auch sehr empfehlenswert. Es gibt ein Buch, Smarte grüne Welt, in dem auch so ökologische und auch soziale, die ich jetzt eigentlich ausgeklammert habe, Auswirkungen von Digitalisierung gut zusammengefasst sind. Und wir haben aus der Konferenz, die wir organisiert haben, aus Bits und Bäume, haben wir auch ein Buch mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Digitalisierung gemacht, was auch hier unten liegt, könnt ihr euch gerne angucken. Das gibt es auch online als PDF, frei verfügbar. Und genau, ich würde mich freuen, wenn das so ein bisschen diese Sensibilisierung sich so ein bisschen für dieses Thema sich ein bisschen weiterträgt. Genau, und damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß auf dem Camp. Vielen Dank an dich, Anja. Auf jeden Fall sehr spannend. Die eine oder andere von mir auch gehegte Annahme, was eigentlich nachhaltiger ist dank Digitalisierung, hat sich auf jeden Fall widerrufen. Beim Kindle bin ich froh, ich lese mehr. Es hat sich also gelohnt. Wir haben jetzt noch die Chance, Fragen zu beantworten. Wenn es Fragen gibt, einfach kurzes Handzeichen. Ich komme dann mit dem Mikro, damit nämlich das nicht so den Jeopardy-Effekt hat für die Leute am Video oder später, die das gucken, wo man dann nämlich nur die Antwort hört und die Frage erraten muss. Also, gibt es Fragen? Da gibt's, traut sich der Erste. Ich hätte eine relativ spezielle Frage zu der Folie mit den Smartphones, mit der Produktion. Mit diesem Lifecycle, dieser. Genau. Warte mal. Genau, ich guck mal. Vielleicht stelle ich sie dann einfach schon mal. Da war zwischen iPhone und Fairphone in der Produktion ein Riesenunterschied und ich habe mich einfach gefragt, woher kommt das, weil das Fairphone ungefähr gleich schwer ist, ungefähr dieselben Komponenten enthält und es eine relativ kleine Firma ist, die dementsprechend eigentlich uneffizienter produzieren sollte als Apple. Und woher kommt dieser Riesenunterschied? Also sie geben 8 drauf, okay, aber wie kommen sie zu einem Zehntel der Produktionsemissionen? Das ist eine gute Frage. So genau weiß ich das nicht. Ich habe gerade oben gelesen, das steht da ganz klein, dass die starke Variation, also es ist sozusagen nicht eine Studie, die diese Ergebnisse zusammengetragen hat, sondern es sind unterschiedliche Studien, die dann natürlich unterschiedliche Annahmen treffen über, genau, also verschiedene sozusagen Datenbases haben und deswegen auch zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende. Ich könnte auch nochmal, da unten steht auch die Quelle, also kannst auch nochmal nachgucken, ob du das findest oder können gerne auch gleich nochmal gucken, dass wir Kontakte austauschen. Weitere Fragen? Ich glaube, ich bleib gleich. Hallo, danke. Also ich fand ja irgendwie jetzt dieses Thema Dematerialisierung wurde irgendwie ein bisschen einseitig beleuchtet, weil ich, also wie ich das verstehe, ist so ein bisschen die Idee, dass man halt sagt, okay, heutzutage wollen oder will man sich dadurch, dass ich jetzt, was weiß ich, ein großes Auto oder sowas habe, möchte ich mich jetzt besser darstellen als andere Menschen und das sozusagen mit materiellen Dingen, die ich mir kaufe und zulege, sozusagen dadurch das dann zum Ausdruck bringen. Und da ist ja auch meines Verständnisses so ein bisschen bei der Dematerialisierung die Idee, dass man eben, dass das sozusagen Teil der menschlichen Natur angeblich ist und dass ich das jetzt eben im digitalen Raum machen kann, wie man das beispielsweise heute schon von irgendwelchen komischen Online-Spielen kennt oder sowas, wo man sich dann sein Gold-Badge oder sowas kaufen kann und dann irgendwie der Beste in diesem Spiel ist oder was auch immer. Was aber eben nicht mehr auf einer materiellen Produkt beruht. Und das ist sozusagen ein langfristiger Kulturwandel, der eben durch diese Form der Dematerialisierung herbeigeführt werden könnte und kann deswegen sozusagen keinen kurzfristigen Effekt haben auf die Gesamtproduktion, weil wir jetzt ja quasi noch in diesem materiellen Denken quasi drin sind, dass man sich eben durch materielle Güter irgendwie von anderen Menschen abheben möchte und
Also ich glaube, dass, klar, Autos sind irgendwie so Statussymbole, sind nochmal was anderes. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, dass wir vielleicht weniger so Statussymbole haben, obwohl ich das auch gar nicht sagen würde, bei der Masse an SUVs, die man auf den Straßen sieht. Und trotzdem, also das ist eine ist ja sozusagen eher so ein gesellschaftlich-kultureller Aspekt oder so eine Statusfrage und das andere ist das, was tatsächlich auch wenn Prozesse sozusagen digitalisiert werden, ob es da wirklich Einsparungen gibt. Und gerade bei so Smart Home ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, so Smart Home-Anwendungen. Klar ist es irgendwie cool, wenn Lampen wirklich nur brennen, wenn sich irgendwer in dem Raum befindet, aber trotzdem ist es halt die Frage, ob wir dafür ständig in Bereitschaft stehende LED-Lampen brauchen, die zwar dann nicht so viel Strom verbrauchen, aber im Endeffekt dadurch, dass sie die ganze Zeit in Sendebereitschaft sind, eigentlich mehr Strom verbrauchen, als wenn ich eine LED-Lampe 7 Stunden am Tag brennen lassen würde. Und ich glaube, das, was ich jetzt versucht habe, deutlich zu machen, und natürlich ist es eine Perspektive oder eine Anregung, ist, dass vielleicht öfter darüber nachgedacht werden sollte, welche Prozesse es sich wirklich lohnt zu digitalisieren und welche nicht. Also sozusagen alles, was technisch möglich ist, sollte nicht unbedingt gemacht werden, nur weil es technisch möglich ist, sondern es sollte ausgerichtet sein an sozialen und ökologischen Zielen und also Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu verstehen. Das war mein Punkt. Das heißt, von diesem schönen Spruch, warum macht ihr das, den man immer wieder beim CCC hört, weil es geht, sollten wir vielleicht anfangen mal zu hinterfragen und uns selbst reflektieren. Gibt es weitere Fragen? Gut, ich hätte noch eine selbst. Und zwar, du hast uns jetzt so ganz viele Sachen gezeigt, die nicht vielleicht so erfolgreich sind, wie man es dachte. Gibt es denn auch Positivbeispiele? Ja, die Frage kommt oft und ich habe nicht so eine gute Antwort darauf. Ihr könnt mir gerne helfen, wenn jemand ein Positivbeispiel einfällt, bin ich gerne offen. Wie gesagt, also ich habe ja auch so Sachen erwähnt, ne? Also so Tools für zum Beispiel die Organisierung von sozialen Bewegungen oder diese Foodsharing-Plattformen, die ich erwähnt habe. Also ich glaube, das wäre zum Beispiel irgendwie, das kann man ja auch als irgendwie soziale Innovation bezeichnen, das wäre nicht so erfolgreich, zumindest nicht in so einer Breite der Gesellschaft, wenn es nicht diese digitale Plattform dafür geben würde. Weil bis sich sozusagen das dann so Mund zu Mund rumgesprochen hat, dadurch wurde das ja auch auf ein Level von Legalität gehoben, was früher irgendwie illegal war. Also so Containern ist halt irgendwie verboten und ist so ein krimineller Akt. Und Lebensmittel retten über Foodsharing in Betrieben ist total legal und irgendwie schon total angekommen. Also das ist, würde ich sagen, ein gutes Beispiel. Gut, dann möchte ich noch mal abschließend mich ganz arg bei dir bedanken und bitte um einen herzlichen Applaus noch mal für Anja. Vielen Dank.